Wie soll man das jetzt verstehen? Wie soll man das jetzt deuten? Wo die Männer an der Macht waren, laut Geschichte, alles kontrolliert, entschieden haben, die Frauen zu Hause waren, Kinder, Kirche und Küche. Scheinbar lief da alles und die Männer hatten alles im Griff. Was für Bauwerke wir sehen. Monumental, Altstädte, Ziegelsteine, die wir heute in der Qualität nicht nachmachen können. In der Menge, in der Massenmenge weltweit. Berührt es mal, ihr Archäologen. Was war da? Die Frauen hatten nicht die Hosen an, hatten nicht das Sagen zu Hause, vor allem auch nicht in der Politik, in der Gesellschaft, Öffentlichkeit, nicht in der Kirche, nicht bei den Kindern, wenn der Mann zu Hause war. Hatten auch nicht so viele Freunde und Geliebten und waren nicht so viel unterwegs bei verschiedenen Männern. Oder hatten nicht verschiedene Männer bei sich zu Hause aufgenommen. In der Hoffnung, aber es kam immer wie es kam. Haben die Frauen heute nicht die Schuhe an, die Stöckelschuhe, denen es sehr weh tut, wenn man die auf die Finger bekommt, die Zehen bekommt, zwischen die Zehen. Und sind dann auch ein Kopf höher als der Mann. Immer, egal wie die Frau ist, wie der Mann ist. Immer ein Stückchen höher. Magie. Hat es geholfen? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, werden viele sagen. Schwer zu sagen, werden viele sagen. Hat auch nicht geholfen. Es hilft nichts. Unterordnung, Gleichordnung, Gleichschaltung, Unterschaltung, Ausschaltung hilft gar nichts. Es hilft nicht, wenn einer über den anderen herrscht oder regiert. Der Mann über die Frau über den Mann. Intrigen erschafft und manipuliert, kontrolliert, erzwingt und spielt. Den Trend mit nutzt, fordert und erzwingt. Es bringt nichts, wenn man sich gegenseitig etwas vor den Kopf wirft, etwas erwartet. Es hilft nichts. Es hilft nur das eine. Die Liebe. Hier. Die Liebe hilft. Die Liebe zu sich selbst. Dann ist auch die Liebe zu dem Nächsten da. Immer, immer. Was man sich nicht antun will, das tut man auch keinem an. Deshalb, das, was wir uns einander antun, ist das, was wir uns selbst auch antun. Man sollte damit beginnen, sich selbst zu lieben. Sich selbst Gutes zu tun. Sich so zu akzeptieren, wie man ist. Einfach zu sagen, ich bin, wie ich bin. Ich bin, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin, ja. Viele Makel aus Perspektiven nicht eindeutig klar, nicht gut genug, für viele, für die meisten, aber für mich ausreichend, zufriedenstellend. Es ist gut, es ist sehr gut, ich bin begeistert, begeistert. Der Funke ist da, um selbst zu leben. Deshalb fange ich an, selbst zu leben. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, Frau oder Mann, macht keinen Unterschied. Egal wer das Ruder hat und die Kontrolle an sich nimmt, geht immer alles schief. Das Kind wird mit dem Bade ausgeschüttet, bei beiden. Immer. Das Kind ist das Wichtigste. Nicht das Bad. Nicht das Bad. Nicht das dreckige Wasser, das saubere Wasser, das schäumige Wasser. Das Kind ist wichtig. Auch in dir. Und wenn das Kind nicht da ist, dann hilft gar nichts. Dann hilft nicht, dass du der Chef bist oder der Unterordnete. In beiden Fällen leidest du. Wie auch der auf der anderen Seite. Wenn man nicht in der Liebe ist, ist man im Schmerz. Und alles, was wir tun, ist im Schmerz. Im Schmerz. Im Schmerz und in der Angst. Und die echte Liebe, die reine Liebe, göttliche Liebe, sie treibt jegliche Angst aus. Sie treibt sie aus. Verstehst du das? Aber man muss die Liebe akzeptieren. In sich lassen. Aus sich lassen. Für sich zur Verfügung stellen. Und nicht bei anderen suchen. Sagen, ich habe sie in mir selbst. Dann aktiviert sich die Liebe. Dann aktiviert sich der Glaube, dann aktiviert sich der Mut, die Lebensfreude, dann aktiviert sich alles bei dir. Zuerst dann ein Mensch, der sich selbst lieben gelernt hat. Und dann ist es nicht mehr wichtig, dass du der Mann bist oder die Frau. Es ist nur noch wichtig, dass du
Liebe in dir hast, die du mit den anderen Mitmenschen um dich herum teilen kannst. Wo es halt was zu teilen gibt, das entscheidest du dann selber. Und somit ist egal, wer die Hosen anhat, wer welche Schuhe anhat, wer was weiß und wer welche Position hat und was für ein Trend herrscht, was für ein Zeitgeist momentan durch die Lüfte zieht. Wenn du die Liebe hast, dann ist alles gut. Das Gleichgewicht, dein Leben, das Glück, die Freude, die Freiheit vor allem und die Lebenslust. Ich wünsche dir alles Schöne, alles Gute. Und bleib du selbst und empfange die Liebe vom himmlischen Vater. Unter ihm sind ja alle gleich. Du auch. Und seine Liebe gilt für alle. Auch für dich. Und nur seine Liebe, nur seine Liebe, die göttliche Liebe, die Agape-Liebe, kann in dir ein Wunder vollbringen. Dich wie Schneewittchen vom Tode befreien, vom Ersticken bewahren, vom Schlaf aufwecken. Meistens passiert es mit Hilfe anderer Lichtengel, Friedensstifter. Bürger. Wahre Menschen, Männer und Frauen, die einander helfen. Denn Gottes Hände, Gottes Augen, Gottes Füße haben sich manifestiert und materialisiert mit einem Plan hier auf Erden, in dir und in mir. Und die Liebe, das ist die Quelle. Da ist der Plan. Da ist alles. Das Leben. Wenn du die Liebe hast, dann hast du alles. Wenn du aber alles hast, aber die Liebe nicht, dann war alles umsonst. Das haben wir jetzt gesehen, erlebt. Und jetzt ist es vorbei damit. Für viele. Die Auferstehung, die Entrückung, die Transformation, die Schumann-Frequenz bewegt sich. Alles bewegt sich. Und verändert. Alles, was verändert werden kann. Wo ein Lebensfunke da ist, das bricht zum Leben durch. Mit diesem Frühling erwachst auch du. Mit Sicherheit. Ein für alle Mal. Das hoffe ich für dich. Und wünsche dir das. In Liebe. Bye, Frau Nachodka.